Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Yeah, yeah, Jesus. Yeah, yeah, Jesus. Halt aus! Ende der Vorstellung! Was habe ich gesagt? Da haben wir den Salat. Richard, bitte! Hält sich da raus, Kinderschänder! Du kommst mit! Nein, Papa, lass! Herr Bannholzer, das ist eine Kapelle und kein Wirtshaus, also bitte! Was geht hier vor? Was hier vorgeht? Eine Ungeheuerlichkeit geht hier vor! Und dass Sie sich dafür hergeben, das ist ja wohl das Allerletzte. Langsam, langsam. Der Herr Kaplan hat uns nur gebeten, die Kapelle für die Zeremonie zur Verfügung zu stellen. Aber soll das heißen, Sie sind damit nicht einverstanden, dass Ihre Tochter heiratet? Natürlich nicht. Das ist doch noch ein Kind. Und der Kerl da auch. Komm jetzt. Herr Bannholzer, die beiden sind 18 und können selbst entscheiden. 18? Hat sie Ihnen das erzählt? Von wegen, meine Tochter ist erst 17. Was? Naja, unter den gegebenen Umständen. Mein Gott! In 2 Monaten ist Christa 18. Dann kann ich sowieso machen, was ich will. Nach Haus gehe ich jedenfalls nicht mehr, auch wenn du dich auf den Kopf stellst. Also bitte, so kommen wir doch nicht weiter. Das finde ich auch. Können wir das Ganze nicht lieber doch verschieben? Nein! Na schön. Wie du meinst. Dann habe ich ihm jetzt keine Tochter mehr. Und du kannst ja deine Gesellenprüfung an die Wand nageln. Können wir jetzt weitermachen? Nein. Hanna! Du bist ruhig. Mit dir rede ich noch. Christa, auf so einer Hochzeit, da liegt doch kein Segen. Also, das muss ich schon auch sagen. Auf den Segen von dem kann ich verzichten. Ja, ich auch. Ihr beide seid noch so jung und es wird so schwer für euch werden. Und wenn du jetzt auch noch deine Lehrstelle verlierst, dann wird das nichts. Also, ich werde mit deinem Vater reden, ja? Dann ist es aber zu spät, weil... Christa. Weil ich ein Baby bekomme. Oh mein Gott. Na, was habe ich gesagt? Ist doch schön, ein Baby. Ja. Ich kann nicht länger warten, dann sehen es doch alle. Also auf die paar Tage kommt es jetzt bestimmt nicht mehr an. Also, ich schlage vor, ihr bleibt jetzt hier erstmal bei uns. Und du kommst mit mir. Also, wenn Sie noch mal anrufen, ich verspreche Ihnen hoch und heilig, ja? Ich reiße sämtliche Telefonleitungen aus der Wand und spüle das Telefon im Klo runter. Ende. Ja, was ist denn rücksichtslos? Oh Gott, ja. Wer muss sein Büro im Rathaus räumen? Ach, hab ich das doch nicht geträumt. Na ja, Willi. Ende der Fahnenstange. Wir leben noch nicht mehr im Mittelalter. Hör auf. Ich hätte die ganze Sache stoppen sollen, als die beiden hier ohne Eltern aufgetaucht sind. Hast du etwa auch gewusst, dass das Mädchen schwanger ist? Nein. Der Herr Kaplan ist zu mir gekommen, als unser Pfarrer sich geweigert hat, die zwei zu trauen. Weil er sich's mit dem Bannholzer nicht verderben wollte. Klar, hab ich's versucht, ihr auszureden, aber dann hat sie angefangen zu weinen und... Anscheinend kennen die zwei sich ja schon seit dem Kindergarten und lieben sich heiß und innig. Und da habe ich ja gedacht, mein Gott, warum eigentlich nicht? Kloster Kaltenthal, Schwester Frau Laban? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Herr Wöller lässt sich seit seinem persönlichen Wortelohe nicht mehr blicken. Und jeden Moment kann der Allgäuer anrücken und sich in seinem Büro breit machen. Ja, wieso? Ich dachte, die Stimmen werden erst nochmal nachgezählt. Ich meine, läppische 7 Stimmen für den Allgäuer mehr, das riecht doch meilenweit nach Bananenrepublik. Ja, sicher. Nur ohne Wöller hat der Allgäuer leichtes Spiel mit diesen Warmduschern im Gemeinderat. Bitte, Schwester, Sie müssen ihm ins Gewissen reden. Auf mich hört er ja nicht mehr. Der Allgäuer darf auf keinen Fall in Herrn Wöllers Büro einziehen und dort veränderte Tatsachen schaffen. Haben Sie verstanden? Ja, aber wie soll ich das verhindern? Ach, das weiß ich doch nicht. Lassen Sie sich halt was einfallen. Zum Beispiel... Maria, kannst du mal... Also, hören Sie zu. Herr Bürgermeister. Wenn ich bitten darf,
Danke sehr, Herr Huber. Bitte. So, und jetzt gehen Sie besser gleich wieder. Wie bitte? Aber wieso denn? Moment mal. Darf ich Sie daran erinnern, was Sie mir vor der Wahl in die Hand versprochen haben? Es ist nicht nötig. Und vor allem nicht so laut. Also. Ja, was ist das denn? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, ist wohl vorläufig nichts mit Amt und Würden. Ja. Mal sehen. Hallo! Aufmachen! Herr Dr. Alger, was halten Sie davon, wenn wir in meine Firma fahren und die ganze Sache festzurren? Herrschaftszeiten, Huber, vor der Wahl, sagt mal, wie jetzt? Hören Sie halt auf, mir auf den Geist zu gehen. Aufmachen! Aber ich meine, Sie machen mir Spaß. Was glauben Sie denn, durch wen Sie Ihre Wahl überhaupt gewonnen haben, hä? Sie! Was heißt hier Sie? Ich habe meinen Kopf und Kragen riskiert. Ganz zu schweigen von den Auslagen. Rutschen mal noch einen Buckel runter. Rutschen mit dem Buckel runter, Herr Dr. Alger. Also so kommen Sie aber nicht davon, das kann ich Ihnen sagen. Ich will jetzt sofort den Hausmeister sprechen. Sie sind gegangen. Haben Sie das gehört, Herr Klöppel, was Herr Huber da eben gesagt hat? Bitte, Frau Lavan, ich habe mich schon weit genug aus dem Fenster gelehnt wegen diesem Theater hier. Kann ich jetzt bitte wieder gehen? Ja, aber Ihre Sachen lassen Sie da, bis ich Entwarnung gebe. Bitte, wie Sie meinen. Halt. Es hat geklappt. Alga ist wieder abgezogen? Ich hab's gesehen und zwar stinkesauer. Aber was wollte der Herr Huber hier? Wissen Sie, was der eben gesagt hat da draußen vor der Tür? Dass er dem Allgäuer zu seinem sogenannten Wahlsieg verholfen habe. Ach nee. Ja, und der Herr Klöppel hat's auch gehört. Ja, dann wird alles klar. Tja. Haben Sie diese Liste mit den Wahlergebnissen aus den einzelnen Bezirken? Ja, sicher. Ja, wer sagt's denn? Hier, in allen Bezirken liegen Allgäuer und Herr Wöller ungefähr gleich auf. Nur ausgerechnet in Wöllers Wahlkreis, da hat der Allgäuer 44 Stimmen mehr. Das ist doch äußerst merkwürdig. Wie sind Sie hier? Ja, da müssen die 7 Stimmen herkommen, mit denen Allgäuer den Herrn Wöller geschlagen hat. Das gibt's doch nicht. In seinem eigenen Wahlkreis, da hat er noch nie verloren. Da wohnen all seine Spezies. Genau. Wo ist Herr Wöller? Ja. Ach du Schande. Schwester. Sagen Sie nichts. Setzen Sie sich lieber, sonst fallen Sie mir noch um. Und hier. Ja? Lesen Sie das. Aha. Ich mache Ihnen erstmal einen starken Espresso. Na, hoffentlich sieht es in Ihrem Kopf nicht genauso aus wie hier. Wir haben heute viel vor. Also, wenn Sie meine Beerdigung meinen, ich sage nur, eine schlichte Mülltonne tut's auch. Mülltonne. Herr Wöller, wir brauchen Sie noch. Und zwar als Bürgermeister und nicht als Bahnhofspenner. Also, lesen Sie das. Vor allem die Auszählung in Ihrem Wahlkreis, die dürfte Sie interessieren. Das kenne ich auswendig. Ja? Alter Markt, Wöller 314 Stimmen, Allgäuer 358. Genau dort, wo meine Stammwähler wohnen, ja, in von der Gemeinde sanierten und renovierten Altbauwohnungen, ja. Und genau die verbasteln mir mein Wahlsieg. Und wer hat diese Wohnungen saniert und sich ein 400 Quadratmeter Dachgeschoss mit Terrasse unter den Nagel gerissen? Und wer hat Ihnen die Freundschaft gekündigt und sich auf Allgäuers Seite geschlagen? Na? Huber? Huber. Und ist es nicht äußerst merkwürdig, dass läppische 7 Stimmen dem Allgäuer zum Sieg verholfen haben? Aber Hermann, Wahlbetrug, also Schwester, das ist unmöglich. Warum nicht? So wie Sie ihn haben hängen lassen mit seinen Klosterplänen vor der Wahl? Trotzdem, der Hermann würde mir das nie im Leben antun. Tut mir leid, wenn ich Ihnen die Illusion raube, aber Ihr Hermann hat vor Zeugen den Allgäuer gefragt, ob er denn vergessen habe, wem er seinen Wahlsieg verdankt. Das kann ich nicht glauben. Wenn ich Ihnen den Beweis liefere, machen Sie sich dann für eine Nachzählung stark? Nein.
dann schmeiße ich dieses hinterhältige Schwein von seiner Dachterrasse. Darauf können Sie Gift nehmen. Ach was, wenn Sie erst wieder Bürgermeister sind, nach der Auszählung, dann ist das doch die schönste Rache, oder? Ja schon, das werden Sie doch nie beweisen können. Die Frau Laban hat mir die Liste der ehrenamtlichen Wahlhelfer besorgt. Sagt Ihnen der Name Hannelore Mautz etwas? Nein. Frau Laban hat den Herrn Huber mit der Dame Händchen halten sehen. In einem Sushi-Lokal. Vor der Wahl. Ja, ausgeschlossen. Ich meine, der Hermann ist ja allergisch gegen rohen Fisch. Und zweitens, mit Stäbchen kann er sich höchstens den Rücken kratzen. Wenn ein Mann eine Frau rumkriegen will, dann ist er doch bekanntlich zu allem fähig, oder? Ja, ich kann doch schlecht zu dieser Frau hingehen und sie fragen, ob sie sich zufällig zu meinen Ungunsten verzählt hat. Sie nicht, aber ich schon. Natürlich etwas diplomatischer, so von Frau zu Frau. Warum tun Sie das eigentlich für mich? Ich meine, Sie müssten doch froh sein, dass Sie mich los sind. Und mir dann einen wie diesen Allgäuer einhandeln? Nein, danke. Außerdem, Sie kennen mich doch. Ist mein Engagement in Ihrer Sache nicht ganz uneigennützig? Ah ja. Sagt Ihnen der Name Bannholzer etwas? Fließ- und sanitäre Anlagen. Genau der. Wie gut kennen Sie den? Richard. Mhm. Ich bin Patenonkel von seiner Tochter. Mhm. Wie heißt sie gleich? Herr Wöller. Was? Die Kleine heißt Christa. Ja. Ja, und Sie müssen Ihrem Vater beibringen, dass er Sie heiraten lässt. Heiraten? Ja. Sie geht doch noch in den Kindergarten. Oh, sehen Sie mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ihre kleine Christa wird in 2 Monaten 18. Und Sie und Ihr Freund scheinen sich schon im Sandkasten verliebt zu haben. Auf alle Fälle meinen die beiden es ernst. Ja, wo ist das Problem? Jetzt ziehen Sie sich erstmal an und dann erkläre ich Ihnen alles. Das wird die Frau Laban sein. Ich gehe schon ran. Hier bei Wöller? Na Gott sei Dank, Frau Laban war nicht sicher, ob du noch bei Wöller bist. Ich muss gleich weiter, Hildegard. Was gibt's denn? Die Mutter. Ich weiß nicht mehr, was ich mit ihr machen soll. Seit sie ihre Dozentur an der Uni abgesagt hat, ist sie völlig apathisch. Und dessen tut sie auch kaum mehr was. Kannst du nicht mal vorbeischauen? Zufällig. Anziehen! Wieso hat sie ihre Dozentur abgesagt? Ich dachte, sie wäre so stolz auf die Berufung. Was weiß ich, sie macht doch eh immer, was sie will. Also kommst du? Also heute schaffe ich das nicht mehr, tut mir leid. Ach du Schande, da kommt ja auch schon der Dr. Baumgärtner vom Oberforstamt, dem du euren Klosterwald angedreht hast. Na, das dürfte die Mutter doch aufheitern. 3 Millionen. Ich rufe dich zurück. Gelobt sei Jesus Christus. Grüß Gott, Schwester. Grüß Gott. Die Mutter Oberin erwartet mich. Ich weiß. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich schaue nur schnell nach, ob sie frei ist. Ja, das möchte ich aber hoffen. Hat ja schließlich lang genug gedauert, bis der Termin zustande gekommen ist. Ich weiß. Sie haben alle Termine gecancelt. Aber dem Dr. Baumgärtner konnte ich ja schlecht absagen, wo er endlich geruht hat zu erscheinen. Und immerhin geht es ja um den Verkauf des Klosterwaldes an das Land und den Bund. Mutter? Was? Der Dr. Baumgärtner vom Oberforstamt ist da. Klosterwald. Naturschutzgebiet. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich niemanden sehen will. Erledigen Sie das. Wo die Pläne und Karten sind, das wissen Sie ja. Fahren Sie mit ihm nach Kaltental. Schwester Agnes soll ihm das Gelände zeigen. Mutter! Willst du etwa gehen? Ja, ich muss. Ich habe schließlich auch noch einen Job. Aber du kannst mich doch mit denen nicht alleine lassen. Was ist, wenn die abhauen wollen? Die hören doch nicht auf mich. Bitte, Maria, bleib hier. Bitte. Dann gehen wir eben auf Nummer sicher. Was meinst du auf Nummer sicher? Halt mal. Ach so, du meinst, dann fährt's nicht mehr. Genau. Versteckt es irgendwo. Ja. Ach so. Und Schwester Hildegard hat angerufen. Sie ist mit diesem Oberforsthain hier auf dem Weg hierher. Du sollst ihnen das Gelände zeigen.
Ja, und was ist jetzt mit dem Mittagessen? Na, Gott sei Dank ist das nicht auch noch mein Problem. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich suche die Frau Mautz. Die ist hinten im Lager. Oh, danke. Bitte. Guten Tag. Frau Mautz? Die Barma? Ah. Ja, ich bin Schwester Hanna vom Kloster Kaltental. Könnte ich Sie kurz sprechen? Vielleicht unter vier Augen? Klar. Danke. Also, das geht jetzt schlecht. Um was geht es denn? Um ein japanisches Restaurant, einen Herrn namens Huber und eine verlorene Bürgermeisterwahl. Roswitha, ich bin mal kurz weg. Ja, selbstverständlich. Bitte schön. Schickt sie etwa dieser verlogene Mensch? Der Herr Huber? Nein, wie kommen Sie darauf? Naja, weil er... Seit der Wahl bin ich auf einmal Luft für ihn. Dabei hat er mir, weiß Gott, alles Mögliche versprochen, wenn ich ihm helfe, wo es doch um seine Existenz ginge und so weiter. Und dass er mich heiraten würde. Und alles. Da, sogar diesen Ring hat er mir geschenkt. Diamant. Was meinen Sie mit helfen? Na, dass ich ein paar Stimmen für Wöller unter den Tisch fallen lasse bei der Auszählung. Naja, ich konnte ja nicht ahnen, dass die Wahl so knapp ausgeht. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, als der Allgäuer gewonnen hat. Frau Mautz, Frau Mautz. Ja, ich weiß. Ich mache auch kein Auge mehr zu nachts. Aber wenn es rauskommt, dann lande ich noch im Gefängnis, oder? Bitte, Schwester, ich flehe Sie an. Sie müssen das für sich behalten. Ja, so geht das nicht, Frau Mautz. Und wenn überhaupt, dann müssen Sie den Schaden, den Sie angerichtet haben, wieder gut machen. Ja, gerne, aber wie denn? Deshalb bin ich ja hier. Also, hören Sie mir gut zu. Richard! Sei fix noch einmal! Das klingt so, als würde der Meister selber Hand anlegen. Du hast mir gerade noch gefehlt. Du Loser. Ja, du hast doch gerade was verloren. Und wer hier Loser ist, das wird sich erst noch rausstellen. Ich kann die Wahl jedenfalls immer noch gewinnen, aber du? Also ich wäre vorsichtig. Ja, weil du nicht nur einen Gesellen verlieren wirst samt Tochter, sondern auch noch, lass mich nachzählen, 28 Schultoiletten. Weißt, was du mich kannst? Ich kann es mir vorstellen. Richard, ich meine, du wärst nicht der Erste, der seiner Tochter den Mann aussuchen kann. Ich kann nur sagen, wo die Liebe hinfällt. Das Mädel ist 17. Und dann, der habe nichts von einem Fliesenleger. Ja, du hast doch auch so angefangen, oder? Ja. Aber mein Vater ist nicht abgehauen und meine Mutter arbeitet nicht im Puff in München. Badame, Richard. Die Frau Steffen ist Badame. Das ist das Gleiche. Ja, und? Ich meine, der Sohn kann doch nichts dafür. Eigentlich könntest du stolz drauf sein, dass es so weit gebracht hat unter diesen Bedingungen. Stolz? Das möchte ich dich sehen, wenn das deine Tochter wird. Ja, also ich wäre gut froh, wenn meine Tochter jemand anschleppen würde, ja, der später mal meine Firma übernehmen kann. Ich würde alles tun, um sie unter die Haube zu kriegen, ja, bevor das Kind auf die Welt kommt. Kind? Ja, was sonst? Und glaubst du, dass deine Tochter Christa das so eilig hat? Raus. Raus, verschwind hier. Richard, Menschenskind. Geh mal aus den Augen, du Brunnenvergifter. Ist gut, du hast gewonnen. Aber die Schultoiletten, die kannst du dir dann auch in die Haare schmieren. Das ist dir doch wohl klar. Du hast ja sowieso nichts mehr zu sagen. Und du mich auch. Grüß Gott. Hallo, Agnes. Herzlich willkommen, Dr. Baumgärtner. Grüß Gott, Schwester. Oh, bitte nicht. Meine Hände sind noch ein bisschen nass vom Gemüseputzen. Sie bleiben doch zum Essen. Das glaube ich kaum. Herr Dr. Baumgärtner ist ein vielbeschäftigter Mann. Ja, das kommt drauf an. Was gibt's denn Feines? Einen bunten Blattsalat und eine biologisch dynamische Grünkernsuppe.
Grünkerl. So. Ja. Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal das Gelände an, das... Das finde ich auch. Und der Wald wurde tatsächlich nie aufgeforstet? Nein. Auch nicht selektiv oder irgendwie, ich meine, anderweitig wirtschaftlich genutzt? Nein, ich habe nur Pilze gesammelt und Beeren und meine Heilkräuter gefunden. Da ist praktisch all die Jahre in der Keine Ahnung. Setz dich mal hinter Steuer. Versuch zu starten. Besser wird. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Vergelt's Gott, Schwester. Der Schock drin. Wir wollen was hoffen. Wir haben's nämlich nötig. Sie wollten sich doch nicht etwa heimlich verdünnisieren? Schwester, wo ist das Kabel? Kabel? Jetzt tun Sie doch nicht so. Irgendjemand hat mir das Zündkabel ausgebaut. Ach, Markus, vergiss es. Vielleicht ist es auch besser so. Genau. Schwester Hanna schafft das. Sie schafft in der Regel alles, was sie sich in den Kopf setzt. So, und ich verlasse Sie jetzt. Ich habe noch einen Patienten. Aber dann bin ich ganz für Sie da. Scheiße. Gehen Sie her. Was? Na, Ihren Glimmstängel. Sie rauchen doch wieder, oder? Zigaretten her, oder Sie können gleich wieder gehen. Das Feuerzeug auch. Danke, also kommen Sie. Hallo, Herr Huber. Oh, bitte nicht, Schwester. Da Sie ja nicht an Ihr Handy gehen, da bleibt mir nichts weiter übrig, als Sie in Ihrem Büro zu belästigen. Erika, bitte noch ein Bier, ja? Und einen Doppelkorn, der Herr wird ihn brauchen. Keinen Doppelkorn, nur ein Bier. Also, Schwester, was kann ich für Sie tun? Und bitte fassen Sie sich kurz. Oh. Hier, bitteschön. Kürzer geht's nicht. Erika, doch ein Doppelkorn. Frau Reuter. Frau Dr. Dr. Elisabeth Reuter. Was soll das? Darf ich Sie daran erinnern, dass wir verabredet sind? Hallo. Frau Reuter. Ja, Frau Labern, Sie können mich doch nicht allein lassen. Jetzt in meiner Schicksalsstunde. Wegen Renovierung geschlossen. Ach so, wegen dem Allgäuer. Ja, und wie komme ich jetzt in mein Büro? Ah ja, raffiniert, hab ihn. So, und was macht mein Kaffee und mein Käsekuchen? So, kleinen Moment. So, also bei aller Liebe, Frau Labern. Ich meine, diese Architektin seiner drei Kinder, das mag ja ihr absoluter Traummann sein, aber ich bin immer noch ihr Brötchengeber. Also, Sie setzen sich jetzt in Ihr Auto, kommen Sie hierher, ja? Weil um 15 Uhr müssen Sie die allentscheidende Gemeinderatssitzung mitprotokollieren. Ja, und Moment, Moment, und dann kaufen Sie noch einen ganzen Käsekuchen. Also, bis gleich. Ehrlich, was soll das? Und wo ist Schwester Hildegard? Ich brauche dringend einen Kaffee und ein paar Kekse, sonst stehe ich das nicht durch. Sie können auch wieder gehen. Wieso? Sie wollten doch Ihre Antrittsvorlesung mit mir durchgehen. Wie war noch gleich der Titel Ihres Seminars? Irgendetwas über Apologetik. Ehrlich gesagt, vielleicht sollten Sie eine etwas griffigere Formulierung finden. Wenn ich Sie schon nicht behalten kann, können es Ihre Studenten erst recht nicht. Das Seminar habe ich abgesagt. Wie bitte? Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie möglichst kommentarlos auch wieder gehen würden. Ich fühle mich nicht in bester Verfassung. Elisabeth,
Bitte, Gottlieb. Also, bei aller Liebe und allem Verständnis. Aber ich gehe nicht, bevor Sie mir nicht sagen, was in Ihnen vorgeht. Wenn Sie mir nicht vertrauen können, wem dann? Ich bezweifle, ob das, was wir so tun, überhaupt noch irgendeinen Sinn macht. Aber damit muss ich allein fertig werden. Sie sind nicht allein. Gott ist allgegenwärtig, auch und vor allem, wenn wir an ihm zweifeln. Da bin ich mir nicht so sicher. Elisabeth, Superbia, die erste der sieben Todsünden, Hochmut, Eitelkeit. Nein, Gottlieb, Traurigkeit, endlose, tiefe Traurigkeit. Und falls es eine Sünde sein sollte, dann hat man sie im Katechismus vergessen. Herr Böller, ja. Ich bin's. Ja, komme. Also gratuliere ich. Diese Idee mit der Renovierung, genial. Ja. Hätte von mir sein können. Naja, Sie sehen ja schon wieder ganz manierlich aus. Finden Sie? Mhm. Sind Sie fündig geworden? Weil um 15 Uhr ist die Gemeinderatssitzung und ich muss diesen Hyänen etwas zum Fraß vorwerfen. Nö. Also, waren Sie bei dem Herrn Bannholzer? Ja, natürlich. Der stellt sich auf Stur. Wir sagen Sie bloß, Sie haben nichts erreicht bei ihm. Genau. Oh, Herr Wöller. Ja, ich meine, dieser Mann muss sich erst mal daran gewöhnen, dass sein Töchterlein nicht mehr sein Ein und Alles ist, ja? Nach dem Tod von seiner Frau hat die Christa sich ja richtig an ihn geklammert. Die hat ihm ja den Haushalt gemacht und alles. Haben Sie ihm gesagt, dass Sie ein Kind erwartet? Ja, hätten Sie mal ihr Leben so, ne? Ihr wärt fast mit dem Hammer auf mich los. Meine Güte, wenn man nicht alles selber macht. Jetzt warten Sie erst mal ab, bis ich wieder in Amt und Würden bin. Morgen, bitte nehmen Sie Platz. Ja, da kommt der angewetzt mit Schuhsohlen die Qualmen, das verspreche ich Ihnen. Weil es geht nämlich um einen Auftrag von 100.000 Euro. Ja. So, jetzt sind Sie dran. Wer ist das? Dr. Ahlgeier. Dem schwimmen die Fälle davon. Der wird nervös. So, und jetzt verraten Sie mir doch bitte. Haben Sie das Gspusi von Huber weich gekocht? Ja. Ja, supi. Also, wenn Sie nicht im Habitat wären, Schwester, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich würde Ihnen einen Kuss auf die Stirn verpassen, ja, dass Sie drei Wochen lang mit einem Knutschfleck herumlaufen. Jetzt warten Sie mal, bis ich fertig bin, okay. Ja? Also, die Frau Mautz hat zugegeben, dem Herrn Huber zuliebe 44 Stimmen für Sie bei der Auszählung nicht berücksichtigt zu haben. Allerdings musste ich ihr versprechen, dass das nicht publik wird. Ja, Schwester, und Ihr Freund Huber hat praktisch auch zugegeben, dass er die Frau Mautz dazu angestiftet hat. Mit japanischen Gelagen und einem Diamantring für 19,99 Euro. Also, was? Allerdings kommt er auch nicht als Zeuge in Frage. Ich weiß, Moment mal, ich meine, das sind doch alles kriminelle Schübe. Ja, die ja, muss jetzt man doch lassen festhalten. Sie mich doch mal bitte ausreden. Natürlich werden Sie bei der Nachzählung als Sieger hervorgehen. Und zwar mit 37 Stimmen, wenn die Frau Mautz sich nicht verrechnet hat. Wie das? Ja, weil die Frau Mautz die 44 Stimmzettel wieder untermischen wird. Was sie allerdings nicht tun kann, wenn sie in Handschellen abführen lassen. Ja. Können Sie mir folgen? Ja, ja, schwer, aber es geht. Und das Gleiche gilt für Ihren Freund Huber, weil wenn das publik wird und die Presse das breitreitet, dann muss die Wahl wiederholt werden. Und ich glaube nicht, dass es in Ihrem Interesse ist, bei dem hauchdünnen Vorsprung, den Sie hatten. Ja, um Gottes Willen, nein! Also, dann sind wir uns einig. Sind wir uns einig? Ja. Ja. Und da Sie ja nur den Bezirk Alter Markt nachzählen müssen, werden Sie spätestens 2 Stunden nach Ihrer Gemeinderatssitzung das Ergebnis haben. Ja. Und dann werde ich mein Feuerwerk abbrennen. Ein Feuerwerk? Ja. Finden Sie das gut, in diesen lausigen Zeiten das Geld der Gemeinde zu verpulvern? Gestiftet vom Autor aus Wöller und Gönnern. Also. Dr. Ahlgeier, ich weiß nicht, ob Sie nicht in der Mitte... Oh, Entschuldigung. Schwester Felicitas, ich reiche weiter. Oh. Ja? Hanna, du musst unbedingt kommen, sonst sind die weg. Langsam, langsam, fair. Das Brautpaar. Der junge Mann hat das Teil gefunden für sein Auto, was ihm jemand ausgebaut hatte. Damit er nicht nach München fahren kann. Und Agnes hat es ausgerechnet im Tiefkühlfach vom Kühlschrank versteckt. Wo in jedem Krimi im Fernsehen die Cops zuerst nachschauen. Im Fernsehen? Woher weißt denn du das? Na, das weiß doch jeder.
Na gut, ich bin gleich da. Notfalls legst du dich halt vors Auto, ja? Oh Mist! Die Kontakte sind voll mit Kondenswasser. Aber probier noch mal. Stopp, stopp, stopp. Das bringt alles nichts. Wir müssen warten, bis das Teil aufgetaut ist. Oder haben Sie zufällig einen Föhn? Und wenn, dann würde ich Ihnen den bestimmt nicht geben. Ja, klar. Bitte, können Sie ihm Herrn Bräutigam nicht klar machen, dass es sich einfach nicht gehört, Schwester Hanna und Maria so zu enttäuschen, nach all dem, was die beiden für sie getan haben? Bringt doch alles nichts. Komm, versuch einfach nochmal, ja? Und ein bisschen länger. Na also. Herr Steffen! Tut mir leid, Schwester. Aber Kaltental ist nun wirklich nichts für uns. Schwester! Schade. Dann muss ich eure Hochzeit also wieder absagen. Wie jetzt? Da wird dein Vater aber enttäuscht sein. Sie haben ihn rumgekriegt? So gut wie. Und ein Polterabend mit Feuerwerk ist auch noch drin, wenn ihr jetzt endlich so erwachsen werdet, wie ihr immer tut. Also, was ist denn? Da kommt Agnes mit dem Herrn vom Oberforstamt. Wartet hier, lauft nicht weg. Hey, ist doch alles super jetzt. Und das glaubst du der Schwester? Heiraten und Feuerwerk und alles. Ja. Und, Herr Doktor, was meinen Sie? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe lange nicht mehr so einen naturbelassenen Wald gesehen. Ja, sogar gesunde Eschen und Ulmen gibt es noch. Dabei sind wir nur bis zum Steinkreuz am Bach gekommen. Ich muss natürlich erst noch mit den Kollegen im Amt reden, aber ich meine, soweit ich das beurteilen kann, würden sich Ihre 120 Hektar wunderbar für die Erweiterung des Naturschutzgebietes eignen. Na, endlich mal eine gute Nachricht. Was halten Sie davon, wenn wir das mit einem Gläschen Holundersekt begießen? Oh. Bitte nicht, ich muss sofort zurück nach München. Die Mutter, du weißt schon. Aber wenn Sie mit der Bahn fahren wollen... Nein, nein, schon in Ordnung. Auf Wiedersehen. Grüß Gott, Sie hören von mir, ja? Gut, Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Und wann, glauben Sie? Naja, also ich meine, so 14 Tage bis 3 Wochen müsste es mir schon Zeit geben, ja? Gut. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt trink noch einen Tee. Okay. Ich will aber wieder nach Hause. Gleich, wenn der böse Onkel Wolfgang weg ist. Böser Onkel Wolfgang. Also Sie haben es nötig. Also holen Sie Ihren Stenoblock und dann los. Du reißt dich gefällig zusammen, weil von so einer Erkältung, da stirbt man nicht. Hast du Fieber? Nein. Husten, also gute Besserung. Los, auf den Kampf. So, und wenn der Wöller glaubt, er kann mit uns Schlitten fahren, da hat er sich aber gewaltig getäuscht. Ich fahre gleich etwas ganz anderes mit Ihnen. Was halten Sie von Grüner Minna direkt in die U-Haft? Sagen Sie mal, was reden Sie da? Sind Sie betrunken oder was? Also ich muss auch sagen, Wolfgang. Genau. Eigentlich müsstet ihr mir dankbar sein und auf Knien hier rumrutschen, dass ich euch 4 Jahre mit diesem Dünnbrettbohrer erspare. Also machen wir es kurz. Die Abstimmung ist ja reine Formsache, weil die Nachzählung in dem Wahlbezirk Alter Markt schon eingefehlt ist. Und ich kann nur hoffen, ja, ich kann nur hoffen, dass diese Nachzählung eine Erklärung oder noch besser gesagt eine Berichtigung findet, weil es gibt erhebliche Abweichungen, was das Wahlergebnis anbelangt, in Bezug auf andere Wahlbezirke. Nämlich 44 Stimmen zugunsten eines gewissen Alger. Ja, wie geht das denn? Also, stimmen wir ab. Nein, dagegen protestiere ich. Die Abstimmung hat schon stattgefunden. Wer ist da halt gekommen? Na und? Ich meine, wer dagegen ist, dass dieser Herr da mit seinen sogenannten Forschen, Jungdemokraten, hier alles auf Zack bringen will, ja, und euch zu Dorftrotteln macht, der hebe die Hand.
Tja, wenn das so ist, verlabern. Schließen Sie die Tür ab. Moment mal, also so einfach geht das hier aber nicht. Ich bin verrückt geworden. Na gut, dann bleiben wir eben alle hier, bis die Auszählung stattgefunden hat. Wir haben Glück, er ist noch da. Glück? Also ich weiß nicht. Ja, Glück. Mein Gott, dein Vater liebt dich doch. Und du ihn auch. Trotz allem. Hm? Na komm. Komm. Ah, da ist er. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Muss es sein? Ja, das muss sein. Du wartest am besten hier. Ich will ihn erst noch ein bisschen schmoren lassen. Jetzt guck mich nicht so an. Das kriegen wir schon hin. Du wirst eine schöne Hochzeit haben. Hm? Also. Herr Bahnholzer. Schwester. Haben Sie das gewusst? Die Christa kriegt ein Kind. Ja, aber ich weiß das auch erst seit kurzem. Jetzt wollen Sie mich überreden, dass ich meinen Segen für die Hochzeit gebe. Nein, die Hochzeit bei uns im Kloster fällt unwiderruflich aus. Was? Ja, die beiden sind so gut wie unterwegs nach München. Sie sind ihre Tochter also los, aber sie haben ja keine Tochter mehr, wie Sie immer sagen. Das habe ich doch nur gesagt, weil ich... Weil sie ihre Tochter beschützen wollen und weil sie Angst haben, dass sie womöglich enttäuscht wird. Stimmt's? Die Christa ist das Einzige, was ich noch habe im Leben. Wenn ich gewusst hätte, dass sie ein Kind kriegt. Ein Enkelchen. Bitte, Schwester, Sie müssen ihr das ausreden. Was will sie denn in München? Dann bin ich ganz alleine hier. Na ja, dann? Moment. Christa! Papa! Christa! Na dann, steht einer glücklichen Hochzeit nichts mehr im Wege. Egal, sagen Sie einfach alles ab. Ich kann ja erst weg, wenn Schwester Hildegard... Ah, da kommt sie endlich. Ich melde mich wieder, Herr Sibelius. Ja, wie? Sie sind ja immer noch hier. Ja, was sonst? Ich wollte Frau Reuter in dem Zustand nicht alleine lassen. Tja, Schwester, ich fürchte, wir müssen etwas unternehmen. Ich schaue erst mal nach ihr. Mutter? Oh, Entschuldigung. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass Herr Dr. Baumgärtner nahezu begeistert ist von unserem Wald. Und der Verkauf so gut wie perfekt ist. 3 Millionen. Wir haben es geschafft, Mutter. Schön. Sagen Sie in der Küche Bescheid, dass man mir das Abendessen aufs Zimmer bringen soll. Etwas Brühe und vielleicht einen Toast. Wie Sie wünschen. Tut mir leid. Ich brauche eine Auszeit. Das soll heißen, während meiner Abwesenheit führen Sie die Geschäfte weiter. Aber alle Angelegenheiten, die meine Anwesenheit erfordern sollten, vertagen Sie bitte. Was habe ich gesagt? Sie braucht einen Therapeuten. Eine Therapeutin, bitte. Von einem Mann lässt die Mutter sich nichts sagen. Außer von Ihnen natürlich. Naja, schon gut. Aber wer denn? Na, zum Beispiel die Frau Dr. Wohlschlägel. Aber jetzt... Ich sag erst unten in der Küche Bescheid. Und von wegen nur etwas Brühe. Wenn schon, dann mit einem Leberknödel. Genau. Oder zwei. Stimmen. Die können doch nicht einfach so verschwinden. Na klar, wenn du sie auszählst. Ihr streitet euch nicht. Sind wir froh, dass alles gut ausgegangen ist. Und außerdem, bei über 100.000 Stimmzetteln kann das schon mal passieren. Also dann, tschüss ihr zwei.
Ja, dann. Hannelore. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Also ohne mich. Jetzt warte doch mal. Hannelore, das Ganze ist doch ist doch nur ein Missverständnis. Jetzt mach doch mal die Scheibe runter. Hannelore! Herr Dr. Allgeier! Herr Dr. Allgeier, wie ist denn die Nachzählung verlaufen? Ach, fragen Sie doch nicht so saublöd, Sie Nullnummer! Ja, heißt das, dass der Wolfgang wieder Bürgermeister ist? Herr Dr. Allgeier! Wolfgang! Das ist die erste Dame, die in der 900-jährigen Geschichte Kaltentals vom Bürgermeister höchstpersönlich über die Schwelle des Rathauses getragen wurde und, schau, zu ihrer Kutsche gebracht wird. So, setzen wir dich in das Auto rein. Kannst du dich schon anschnallen? Juppdiwupp! Und werd so schnell wie möglich gesund, ja? Weil ich brauche deine Marianne. So, Frau, jetzt geht's rund, ja? Konjunkturprogramm, Arbeitsplätze, Kreditbeschaffung. Kann mich auf Sie verlassen? Ich werde mein Bestes tun, Herr Bürgermeister. Das weiß ich. Schade. Schade, dass Sie nicht mit dem Ochsen fahren können, weil, wie Sie den Schlüssel zwischen Ihr, ich meine, in den Ausschnitt haben fallen lassen, das ist schon Schabbos wert. Das geht leider nicht. Aber ich werde mir Ihr Feuerwerk vom Balkon aus ansehen. Tun Sie das! Und darf man gratulieren, Wolfi? Ja, ich kann ja verstehen, dass du stinkig bist, aber du als Selbstständiger, du musst mich doch auch verstehen. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Ich höre Stimme vom Verstorbenen. Jetzt hör auf mit dem Scheiß, Wolfi. Schon wieder? Das ist ja gespenstisch. Also, Wolfgang, ich bitte dich. Du bist für mich gestorben. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du so klein sein, dass du ohne Einäscherung in eine Urne passt. Gut, dass ich Sie erwische, Herr Wöller. Dann bleibt es also beim Feuerwerk nachher? Ja, wie verrückt. Punkt 10 Uhr. Ja? Hast du gehört? Dein erstes Feuerwerk. Der Onkel Wolfgang ist nämlich wieder der Bürgermeister. Hm? Ist er nicht goldig, der Kleine? Ganz der Vater, meint die Oma. Das arme Kind. So, das ist ein bisschen Holunder-Sekt von unserer Schwester Agnes. Was ist denn hier los? Aber jetzt lass doch erstmal noch kurz sehen. Oh mein Gott! Sind die süß! Heute Abend! Kommt, feiert mit! Na kommt! Heißt es, du hast den Bannerhölzer rumgekriegt? Rumgekriegt ist gar kein Ausdruck. Er kommt gleich her. Er zieht sich nur schnell um. Habt ihr mitgekriegt, wie die Abstimmung für Herrn Wöller ausgegangen ist? Nee. Na dann. Also, auf unser Brautpaar. Ja? Felicitas. Ich wollte bloß mal riechen. Mach's dir doch nicht so schwer. Hol dir einen Apfelsaft. Apfelsaft. Da ist er. Na komm. Papa! Servus. Na komm her. Haben eine Überraschung dabei. Hühner? Lela, hast du etwa die Hühner mitgebracht? Ja, ich dachte, wir haben so einen großen Garten. Also ehrlich, Lela, was soll ich denn noch alles machen? Wieso, ich kümmere mich doch um sie. Ach, das kennt man doch. Dann bleibt wieder alles an mir hängen. Ach, Agnes, jetzt aber nicht so. Still, Herr Hund, du machst ihm Angst. Genau, Herr Hund. Wenn er sie erwischt, dann bleiben sie sowieso nicht mehr lange am Leben. Ich pass schon auf. Bitte. Bitte, Agnes. Die sind so niedlich. Lass es uns versuchen. Hm? Schau mal, was Papa mitgebracht hat. Das Brautkleid meiner Mutter. Und dem Ochsen habe ich auch angerufen, da kommt jetzt gleich ein Lieferwagen und bringt ein zünftiges Buffet zum Polterabend.
Also Schwester Hanna, das werde ich Ihnen nie vergessen. Kann ich mich irgendwie revanchieren? Ja, unser Badewasser wird nicht mehr richtig warm. Vielleicht könnten Sie sich mal den Boiler anschauen. Gerne. Aber das macht mein Geselle. Kommt wohl niemand mehr. Kann ich die andere Flasche wieder in den Keller bringen lassen? Ja, Erika. Undank ist der Weltenlohn. Ach, jetzt nimm's nicht so tragisch. Ich meine, eine Sensation ist es nicht gerade, dass du wieder gewonnen hast. Du gewinnst doch immer. Und das seit über 30 Jahren, oder? Mhm. Trotzdem, es ist so einsam an der Spitze. Oh, das Feuerwerk! Das heißt, der Herr Wöller hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, Herr Wöller. Ach was, ich hätte lieber im Bett bleiben sollen. Ach, jetzt freuen Sie sich doch ein bisschen, hm? Ja. Schauen Sie mal, der Herr Bannholzer ist da. Und morgen ist Hochzeit und Sie sind herzlich eingeladen. Ihre erste Amtshandlung in Ihrer neuen Legislaturperiode. Was immer Sie sagen wollen, sagen Sie nichts. Bitte. Woher wollen Sie wissen, was ich sagen will? Ach, Herr Wöller. Schönes Feuerwerk, wollte ich sagen. Schönes Feuerwerk?